Die meisten deutschen Wälder sind Monokulturen. Fast 50% sind Fichten- und Kiefernwälder. Im Zuge des Klimawandels ist das ein großes Problem. Denn Monokulturen sind anfällig, reagieren zu sensibel auf Klimaveränderungen. Die Folge sind die kahlen Stellen mit abgestorbenen Bäumen, die uns zunehmend beim Blick auf unsere heimischen Wälder auffallen. Genau hier setzt das Projekt Klimawald an. Dieses Projekt ist von Studierenden initiiert. Und wir pflanzen Klimawälder. Also Klimawälder sind Wälder, die halt aus Baumarten bestehen, von denen man annimmt, dass sie im Klimawandel gut angepasst sind. Hier nun wird bereits die fünfte Fläche bepflanzt. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberfranken. Auf dieser Forstfläche ist es so, dass wir im Endeffekt die Auswirkungen der letzten drei Trockenjahre 18, 19, 20 ganz extrem merken. In dem Sinne halt, dass wir hier einen Fichtenmonokulturbestand hatten und sich hier einfach der Borkenkäfer, ich nenne es jetzt einfach, ausgetobt hat. Der neue Bestand ist eine Mischkultur aus Buche, Hainbuche, Weißtanne, nordamerikanischer Hemlock, Edelkastanie, Speierling und der Vogelkirsche. Die Idee ist ja, dass wir diesen Wald hier diversifizieren wollen. Wir wollen mehrere Baumarten reinbringen und wir bringen insbesondere Baumarten rein, die aller Voraussicht nach, soweit man das prognostizieren kann, angesichts Klimaerwärmung eine bessere Chance haben als die Fichte und die Kiefer, wer es bislang hat. Und deswegen war die Auswahl eben solche Bäume, die eher Wärme und Trockenheit in größerem Ausmaß tolerieren. Der Bezirk Oberfranken bewirtschaftet 30 Hektar eigenen Wald. Die Kooperation im Zuge des Klimawaldprojektes der Uni Bayreuth soll nun den Bestand für die Zukunft sichern. Holz ist insgesamt natürlich für uns auch wichtig, auch als heimischer Rohstoff. Wir machen selber viel in Holz. Wir haben jetzt auch bei den landwirtschaftlichen Lehranstalten ein Projekt laufen. Die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie, die wir als Bezirk Oberfranken bauen wollen, da wird gerade im Moment überlegt, kann man es in Hybrid machen, ein Teil, der in der Erde steckt mit Beton, aber das andere dann mit Holz. Holz ist ein heimischer Rohstoff, er steht hier zur Verfügung. Wir haben keine langen Transportwege. Knapp 10.000 Bäume wurden durch das Projekt Klimawald bereits gepflanzt. Doch auf die Anzahl kommt es eben gar nicht so sehr an, vielmehr auf die Vielfalt und die Qualität. Und was natürlich auch immer wichtiger wird, ist irgendwie der Aspekt der Umweltbildung. Was wir andenken momentan, ist auch eine Art Rundweg zu initiieren, weil wir eben jetzt auch schon den fünften Klimawald begründet haben in Bayreuth oder um Bayreuth. Und vier davon zumindest hier in der Nähe dieser Fläche. Und da würde es sich ja anbieten, wenn man das mit einem Rundweg koppelt, um eben auch die Bevölkerung zu sensibilisieren. Und so soll das Projekt weiter wachsen. Ein starker Wald ist die Vision.